Ja, der ganze Sinn eigentlich der Sache ist, jetzt nicht, dass man halt einen Monat lernt zu hungern, also das vielleicht auch, also man lernt, man merkt, wie sich auch Arme fühlen und so. Nur, also bei uns hier, ich meine hier in Deutschland oder auch in anderen Ländern, wenn man da fastet, dann fastet man nicht und denkt, ja Gott, jetzt haben wir kein Essen und so, sondern man weiß ganz genau, am Abend werde ich sowieso Essen haben. Und in den meisten Familien ist das ja auch so, dass das Abendessen dann besonders so prunkvoll ist und so. Man, was weiß ich, hat 3-Gänge-Menüs und sowas. Und dann, ja, isst man dann irgendwie besonders viel. Aber so sollte es eigentlich nicht so sein, dass man dann sich so auf das Essen nachher freut, sondern sich Gedanken darüber macht, wie das so ist, nicht zu essen und nicht zu trinken. Am Ende des Ramadan gibt es dann so als Krönung sozusagen so das Ramadan-Fest, also das Zuckerfest. Das geht über 3 Tage. Und ja, das läuft generell so ab, dass man sich hübsch anzieht so, und gut gelaunt ist, gehört dazu. Und ja, dann macht man halt so ein paar Plätzchen oder irgendwie sowas, dass man was zu Hause hat, weil das so ist, dass man einfach, ohne vorher Bescheid zu sagen, einfach von Freund zu Freund zieht und sagt, ja, jetzt sind wir da. Und dann bleibt man da zu Besuch sozusagen, so 20 Minuten oder so kurz, und dann geht man wieder weg. Mit meiner Familie und mit unserer Gemeinde, so in so einem Freundeskreis, machen das schon seit ein paar Jahren so, dass wir in so eine Spielhalle da so gehen. Das ist so ein riesengroßer Raum mit ganz vielen, keine Ahnung, so mit Autoscooter und Simulator, was weiß ich, so ganz viel Spielzeug für die Kleinen. Und innenrum ist so ein Ring mit halben Bänken und so. Die Eltern sitzen da und die Kinder, und zu denen gehöre ich auch, dann wir spielen dann so umher, was weiß ich. Jetzt ehrlich, so Hüpfburg und irgendwie so, das ist einfach nur toll. Und da laufen so Leute rum mit Süßigkeiten, Boxen und so, alles umsonst. Und so, das ist voll cool. Also, und dann sieht man halt seine besten Freunde so. Ich meine, die sind normalerweise so ein bisschen cool drauf und so, ne? Und dann sieht man die so im Anzug und so, das ist so süß, das ist voll knuffig. Ja, man bekommt auch Geschenke und so. Das auch so braucht, dass man, dass die Kleineren den älteren Menschen, halt so ihren Eltern zunächst einmal und halt auch den Erwachsenen so die Hand küssen. Und da hat man so ausgemacht, dass die Älteren dafür den Kleinen Geld geben und so. Und dann weckt in dem Kind das so das Gefühl von wegen, ja, haben wir wieder Ramadan, cool, dann, ja, so, ne? So, dann kommt schon mal Freude auch von vornherein, ja, weil am Ende halt das Fest dann los ist. Alles, was man so gemeinschaftlich tut, zum Beispiel auch das Fasten an sich, das ist eigentlich immer was mit der Familie und mit dem Freundeskreis und der Gemeinde zu tun hat. Also ich finde das wichtig, dass man jetzt an dem Ramadan-Fest jetzt so auch, also unter all den Feierlichkeiten nicht so vergisst, so worum es da eigentlich geht. Ich finde das auch wichtig im Zusammenhang mit Weihnachten und so, weil also das, worauf man sich so freut, ist eigentlich so das Fest, so, ne? Und ich finde, man sollte dann auch wissen, so warum und wieso und ja, und die Hintergründe wissen und sich so Gedanken machen und so.